Herzlich willkommen zu Alles zum freien Warenverkehr in 15 Minuten oder weniger. Und du brauchst keine Sorge haben, wir bleiben nicht hier. Wir werden gleich in die Bildschirmpräsentation wechseln, wie wir das letzte Woche zum ETB auch schon gemacht haben. Für den Fall, dass du es nicht schon selbst entdeckt hast, ich habe dir in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld auch im Anschluss an das Video für dich dann nochmal gratis zum Download das Transkript dieses Videos bereitgestellt. Das heißt also, wenn du irgendwann zum späteren Zeitpunkt auf die Inhalte des Videos gerne zurückkommen würdest, aber jetzt keinen Bock hast, das ganze Video nochmal zu gucken, dann kannst du einfach mal auf die Videobeschreibung oder aufs Kommentarfeld gehen, einfach dahin navigieren, einfach auf den Link klicken, deine E-Mail-Adresse eingeben, dann wird dir das direkt zugesendet. Mehr musst du eigentlich auch gar nicht wissen, dann steigen wir jetzt in das Video ein. Bis gleich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Wunderbar, da wären wir. Freier Warenverkehr, alles in 15 Minuten oder weniger, wie gerade schon im Intro angekündigt. Auch hier können wir zusammen einfach mal vorab die Frage beantworten, warum wir uns den Scheiß mit dem Warenverkehr überhaupt antun wollen. Also warum befassen wir uns im Rahmen dieses Videos überhaupt mit der Warenverkehrsfreiheit? Das liegt zum einen einmal daran, dass die Examenswahrscheinlichkeit für eine europarechtliche Konstellation ziemlich hoch ist. Sie liegt nämlich bei der Gesamtschau aller öffentlich-rechtlichen Examensklausuren bei 5,5%. Das ist für eine spezielle Konstellation aus dem Europarecht herausgegriffen eine sehr hohe Examenswahrscheinlichkeit. Das ist also mal das eine, was du vorab wissen musst, bevor du dich näher mit der Warenverkehrsfreiheit beschäftigst, beziehungsweise nachdem du oder bevor du dich vielmehr entschieden hast, überhaupt da mal einen Blick in die rechtlichen Vorschriften zu werfen und dann auch so ein bisschen Einzelwissen dir dazu anzueignen. Das ist also die Examenswahrscheinlichkeit. Im zweiten Schritt möchte ich mit dir, wie wir das auch schon vergangene Woche beim Erlaubnistatbestandsirrtum gemacht haben, eine 80-20-Analyse machen. Und hier ist es so, dass ich dir einmal zeigen möchte, was eigentlich den Kern dieser Artikel 30 bis 35 AEUV ausmacht und was wir damit rechtlich erreichen können. Es ist nämlich so, dass wir mit 20% der verfügbaren Rechtsnormen schon 70% aller rechtlich relevanten Fälle entscheiden können und das die Gerichte tatsächlich auch gemacht haben. Das siehst du hier eingeblendet, wenn du siehst, 20% der Normen von diesen paar, die es im Rahmen des freien Warenverkehrs gibt, werden schon 70% aller gerichtlich relevanten Fälle entschieden. Und alles, was du darüber hinaus lernst, deckt nur 30% der Fälle ab. Das heißt, wenn wir diese 20% der Normen aus dem freien Warenverkehr herauskristallisieren und wissen, welche es sind, und ich kann so viel schon mal vorwegnehmen, das werden wir gleich machen, dann kannst du schon 70% aller Fälle rund um die Warenverkehrsfreiheit lösen. Und das ist genau das, was wir mit diesem Video ja erreichen wollen. Was ist also die erste Norm? Die erste Norm ist Artikel 34 AIOV, das wirst du dir wahrscheinlich schon gedacht haben. Wortlaut: mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten. So, das ist also erstmal der Wortlaut. Wir schauen uns jetzt auch nochmal einzelne Teile dieser Vorschrift genauer an. Wir gucken uns einfach zunächst erstmal an, was eigentlich der sachliche Schutzbereich des Artikel 34 AEUV ist. Das ist die Ware. Und zur Ware können wir uns jetzt relativ schnell eine einigermaßen brauchbare Definition zurechtlegen. Wir müssen im Prinzip ja erstmal nur wissen, das wirst du wahrscheinlich schon aus dem BGB-AT, aus dem 90 BGB wissen. Es ist irgendwo eine Sachqualität, die das Ganze haben muss, wenn wir von der Ware sprechen. Das wäre dann also bei digitalen Produkten vielleicht anders. Dazu können wir mal in einem anderen Video ein bisschen mehr sagen, ist aber für heute nicht so wichtig. Das muss also irgendwie ein körperlicher Gegenstand sein. Und damit das Ganze irgendwie überhaupt Gegenstand von Handelsgeschäften sein kann, braucht das Ganze natürlich auch einen Geldwert. Das kennst du aus dem BGB, beispielsweise aus dem Bereicherungsrecht. Das erlangte Etwas muss auch immer ein geldwerter Vorteil sein. Ansonsten kann man es ja gar nicht im Wert ersetzen, wenn es mal nicht mehr herausgegeben werden kann. Vergleiche 818-2 BGB. Soweit so gut, dass der Begriff der Ware recht unkompliziert. Dann haben wir den räumlichen Schutzbereich. Das ist eine Grenzüberschreitung. Beziehungsweise, so könnte man formulieren, die Warenverkehrsfreiheit deckt eben nur die Sachverhalte ab oder erfasst nur diese Sachverhalte, die wirklich auch einen grenzüberschreitenden
Bezug haben. Ansonsten würden wir uns ja auch nicht, es erklärt sich recht leicht, im Europarecht befinden. Es muss ja irgendwie ein Sachverhalt sein, der grenzüberschreitend für die einzelnen Hoheitsbereiche aller Mitgliedstaaten gilt. Also ich möchte zum Beispiel als jemand in Deutschland ein Produkt auch EU-weit vertreiben. Dann ist das ganz interessant, dazu kommen wir gleich auch nochmal, denn das ist gerade der spannende Teil dieser Warenverkehrsfreiheit. Wir haben jetzt eben ja schon gesehen, wenn wir mal einfach noch kurz zurückgehen auf den Wortlaut, hier gibt es noch diese etwas sperrige oder sagen wir mal viel mehr vage Formulierung, Maßnahme gleicher Wirkung. Was soll denn eine gleiche Wirkung sein? Wir haben also mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, können wir uns relativ leicht was darunter vorstellen. Was ist denn jetzt eine Maßnahme gleicher Wirkung? Was muss ich eigentlich darunter verstehen? Und ganz ursprünglich hat man dazu mal die sogenannte Dassonville-Formel begründet. Und die sagt einfach nur, und da werden wir auch gleich schon erkennen, was das Problem des Ganzen ist, dass eine Maßnahme gleicher Wirkung immer dann vorliegt, wenn die staatliche Maßnahme geeignet ist, unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell den Handel im Binnenmarkt zu erschweren. Jetzt ist dir vielleicht schon die Parallele aufgefallen zu den Grundrechten. Da ist es ja so, dass man auch mit dieser modernen Formel sehr, sehr schnell in den Schutzbereich eines Grundrechts eindringt. Und das Problem hat natürlich auch der EuGH gesehen. Wir haben gemerkt, oh, eigentlich sind wir sehr, sehr schnell im Artikel 34a EUV im Schutzbereich drin. Wir haben nämlich sehr schnell einen grenzüberschreitenden Sachverhalt. Waren sind sowieso nicht das große Problem. Wir haben aber auch sehr schnell Maßnahmen gleicher Wirkung, wenn wir eine solche Formel wie die hier von Dassonville zugrunde legen. So, und da hat man also überlegt, okay, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir diesen Anwendungsbereich, den Anwendungsbereich dieser Warenverkehrsfreiheit oder vielmehr den Schutzbereich etwas beschränken wollen? Deswegen hat man die sogenannte KEC-Formel entwickelt. Ja? Denn der Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit ist ja unglaublich groß durch die Dassonville-Formel. Und deswegen war es irgendwie nötig, dass man das Ganze wieder einschränkt. Dazu ist eben dieser Begriff der Maßnahme gleicher Wirkung in der KEC-Rechtsprechung modifiziert worden. Im Kern geht es bei der KEC-Rechtsprechung einfach nur darum, ich könnte dir jetzt auch genau sagen, wie sie lautet, ist mir für den Zweck dieses Videos aber gar nicht wichtig. Ich will vielmehr, dass du verstehst, was der Hintergrund der KEC-Formel ist und warum man überhaupt das so will eingrenzen musste im Anwendungsbereich. Also im Kern geht es bei der KEC-Rechtsprechung darum, dass solche Maßnahmen ausgenommen werden sollen, die den Marktzugang nicht berühren. Und dazu gibt es eine Faustformel, die du immer wieder verwenden kannst, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Wenn diese Maßnahme, die einschränkenden Charakter hat, das Produkt selbst betrifft, sieht es gut aus für den Anwendungsbereich der Warenverkehrsfreiheit. Falls sie nur den Vertrieb des Produkts betrifft, sieht es eher schlecht aus. Das heißt also, jedes Mal, wenn du eine Maßnahme hast und sie könnte eine Maßnahme gleicher Wirkung sein, dann fragst du dich, betrifft diese Maßnahme eigentlich das Produkt selbst oder vielmehr seinen Vertrieb? Bestes Beispiel dafür, um das klar zu machen, sind die Ladenöffnungszeiten oder Verkaufsverbote am Sonntag. Die haben ja ersichtlich überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun, sondern vielmehr damit, wie das Produkt vertrieben wird. Deswegen sind sie keine Maßnahmen gleicher Wirkung. Das war unsere erste Norm. Die zweite Norm, der zweite Teil unserer 20% der Norm, mit der wir 70% der Fälle lösen können, ist Artikel 36 Satz 1 AEUV. Wortlaut, die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder Beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch, jetzt muss ich weitergehen, oder habe ich überhaupt noch drauf? Nee, ich wollte nur Satz 1 einblenden. Gut, haben wir das auch geklärt. So, also hierum geht es mir erstmal. Was du sehen wirst, ist, dass wir relativ viele Gründe dafür, wie man die Warenverkehrsfreiheit einschränken kann, bereits in 36 Satz 1 genannt haben. Das ist eigentlich alles, was ich mit dieser Auflistung hier und mit dem Abdrucken des Wortlauts bezwecken wollte. Du siehst, es gibt also sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, überhaupt erstmal diesen Schutz etwas zurückzudrängen. Und das große Problem, was sich regelmäßig auch in Jura-Examensklausuren stellt, ist, dass ja von Verbraucherschutz hier nichts drin steht. Also der Verbraucherschutz wird anders als jetzt zum Beispiel der Gesundheitsschutz nicht explizit genannt. Was hat man sich also überlegt?
kann man die nicht vielleicht irgendwo unter öffentliche Ordnung oder Sicherheit unterbringen? Ja? Also ganz wichtig erstmal zu erkennen, Verbraucherschutz ist häufig ein Grund, warum die Warenverkehrsfreiheit eingeschränkt wird, steht aber im Wortlaut von 36 nicht drin. Der Verbraucherschutz sowie die Lauterkeit des Handelsverkehrs gegenüber Verbrauchern könnte man aber unter den Begriff der öffentlichen Ordnung und Sicherheit fassen. Es gibt auch eine Alternative, das ist die Cassis-Rechtsprechung. Nach der kann man einfach erstmal hergehen und die Prüfung anhand ungeschriebener Rechtfertigungsgründe, namentlich zwingender Erfordernisse des Allgemeininteresses, vornehmen. Das ist das, was du vielleicht auch schon wortlaut ähnlich aus der Drei-Stufen-Theorie zur Berufsfreiheit im Rahmen des Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz kennst. Auch da guckt man, je nachdem wie stark der Eingriff ist, gehe ich also bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung mit einem anderen Maßstab ran. Hier haben wir also zwingende Erfordernisse des Allgemeininteresses. Das wäre unter anderem die Stufe 1 bei der Berufsfreiheit, bei der Berufsausübungsfreiheit, wo also die Berufswahlfreiheit noch nicht betroffen ist. Da reicht es also aus, das zu rechtfertigen als legitimen Zweck für den Eingriff seitens des Staates in die Berufsfreiheit, wenn also zwingende Erfordernisse des Allgemeininteresses der Berufsausübung entgegenstehen. Und so ist es auch bei der Cassis-Rechtsprechung. Was man einfach hier gemacht hat, ist, diesen Wortlaut, ich gehe nochmal kurz darauf zurückzunehmen und sich zu überlegen, okay, wir haben hier so eine mehr oder weniger abschließende, vielleicht aber auch beispielhafte Aufzählung vom Gesetzgeber mit an die Hand bekommen. Aber wir überlegen, okay, wenn wir Verbraucherschutz nicht drinstehen haben, worunter können wir es subsumieren? Entweder Gründe der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, das war der erste Vorschlag, oder wir etablieren einfach ungenannte oder ungeschriebene Rechtfertigungsgründe, zu denen wir auch den Verbraucherschutz zählen. Entscheidend für dich in der Klausur ist einfach nur, dass du einen der beiden Wege einschlägst, wenn mal der Verbraucherschutz quasi der Grund ist, warum die Warenverkehrsfreiheit eingeschränkt werden soll. Dass du weißt, okay, ich kann entweder am Wortlaut selbst anknüpfen, öffentliche Ordnung und Sicherheit, oder mit der Cassis-Rechtsprechung kann ich ohne weiteres auch ungeschriebene Rechtfertigungsgründe annehmen. Jetzt habe ich wieder eine ganze Menge gesagt in sehr kurzer Zeit. Ich habe nicht gestoppt, wie lange wir geredet haben. Aber wenn du das Video nicht nochmal irgendwann angucken möchtest und vor allem auch, naja, dir vielleicht die Folien, wenn du da später nochmal drauf zurückkommst oder dir ein paar Screenshots gemacht hast, alleine nicht zu viel Aufschluss bieten, du kannst einfach das Transkript dieses Videos gratis herunterladen. Verlinke ich dir wie immer in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld, ist also überhaupt kein Problem, zum späteren Zeitpunkt auf den Inhalt hier nochmal zurückzukommen, ohne das Video nochmal im Ganzen ansehen zu müssen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich darauf, dich hier nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin, ciao.